Hallo zu Tacheles aus Breckerfeld. Finanziell gesehen bewegen sich zurzeit mehr Leute, als wir denken, auf ganz, ganz dünnem Eis. Die Corona-Krise bringt viele Firmen, Gewerbetreibende und somit natürlich auch die Millionen von Angestellten in eine ganz riskante Lage. Aber die meisten schweigen darüber und zersorgen sich. Wer weiß denn schon, wie es den Freunden, den Nachbarn und den Kollegen finanziell wirklich geht? Man schaut nur auf seine eigenen Kontoauszüge und fragt sich dann, wie viel Zeit bleibt noch, bis das Eis völlig einbricht. Das erzeugt natürlich enorm viel Stress, Angst und Panik. Reden wir mal Tacheles dazu. Tacheles reden bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt die Meinung sagen. Und genau das sollten wir als Christen ja zu jeder Zeit tun. Viele sagen, dass das Thema Geld das Tabuthema der Deutschen ist. Die Bibel, die nimmt aber kein Blatt vor den Mund. Sie hat uns gerade in dieser Krise, in der wir uns befinden, einiges zu unserem Portemonnaie zu sagen. Wenn ich Ihnen jetzt alle Bibelverse zu dem Thema Geld vorlesen würde, dann würde das, glaube ich, der längste Tacheles aus Breckerfeld werden, den wir je aufgenommen haben. Darum habe ich heute zwei Bibelverse aus dem Buch der Sprüche rausgesucht, in denen Jesus uns ganz privat zum Reizthema Geld etwas sagt und uns anspricht. Sprüche 11, Vers 28. Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Die Gerechten aber werden grün wie das Laub. Und Sprüche 3, Vers 5. Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht nur auf deinen Verstand. Reden wir Tacheles. Ich frage Sie heute ganz unverblümt. Wenn wir Gott zutrauen, dass er uns als Christen über den Tod hinaus rettet, warum fällt es uns dann oft so schwer, ihm bei unseren Finanzen zu vertrauen? Und ich weiß es nur zu gut, wovon ich hier spreche, als Leiter eines Glaubenswerkes, das nur von freiwilligen Gaben lebt und keine staatlichen Unterstützungen bekommt. Können wir damit leben, dass Gott uns vielleicht intensiver lehren möchte, noch verantwortungsvoller mit den uns anvertrauten Dingen, wie auch gerade den Finanzen, umzugehen in dieser Zeit? Diesen Fragen müssen wir uns stellen, denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Bis zum nächsten Mal mit Tacheles aus Breckerfeld. Und bis dahin, seien Sie ein Segensleuchtturm. Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute. Ihr Johannes Vogel.